Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Es gab ja zuletzt Nachrichten, dass der Autoabsatz sowohl in China als auch bei uns in der Eurozone gerade im Februar extrem zurückgegangen ist. Wie Sie dennoch von der Automobilbranche profitieren können, das erfahren Sie jetzt im Interview mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Schönen guten Tag, Herr Pieper. Schönen guten Tag. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem mittlerweile schon längerfristigen Sorgenkind an, mit Volkswagen. Ein Skandal jagt ja hier im Prinzip den nächsten. Es ist nicht nur der Abgasskandal. Die Sorgen sind natürlich sowohl von Kunden als auch von den Anlegern begründet, dass man jetzt nicht so genau weiß, gehe ich jetzt rein bei niedrigen Kursen oder nicht. Aber prinzipiell, kann sich denn ein Automobilbauer überhaupt nach einer solchen Skandalserie wieder erholen, wieder Fuß fassen? Kann schon. Viel hängt davon ab, wie man den Skandal bewältigt. Das ist jetzt eine triviale Feststellung, aber es ist halt so, dass man jetzt seit September schon ein halbes Jahr Wegstrecke hinter sich hat, nicht den Eindruck hat, dass man einer Lösung sehr nahe ist. Im Gegenteil, es war eine sehr holprige Wegstrecke die letzten sechs Monate. Und dann kommt es darauf an, wie schnell man das macht, wie gut man das macht, wie geschickt man das macht. Und dann kann das Ganze im guten Falle in 3, 4 Jahren, sagen wir mal, gegessen sein. Ist natürlich eine lange Strecke, da muss man sich, wenn man bereit ist, in diese Aktie zu investieren und wir glauben, dass es sich lohnen könnte, dann muss man dicke Nerven haben und ein dickes Fell haben und sehr viel in Kauf nehmen an schlechten Nachrichten weiterhin. Aber die entscheidende Frage wird jetzt sein, wie glaubhaft und wie schnell kriegt VW das in den Griff? Sie sprachen das gerade schon an, vor allen Dingen diese standfesten Nerven, die man haben muss. Wir sehen jetzt hier auf dem Jahreschart, wann der Skandal im Prinzip bekannt wurde. Das war ja im letzten Jahr, im September. Da geht es rapide bergab mit der Aktie. Mhm. Aber es war ja auch zuvor schon nicht unbedingt rosig gelaufen, oder? Absolut. Also wenn man jetzt genau ein Jahr zurückblickt, und ich glaube, das ist tatsächlich, sind diese 12 Monate. Ja. Also, oder wenn man jetzt noch die 2 Monate davor sehen würde, könnte man sehen, im ersten Quartal letzten Jahres hatten wir das krasse Gegenteil von heute. Wir hatten eine richtige Euphorie, was die Autoaktien betrifft. Und auch VW, wir waren bei 260 Euro. Wenn man jetzt mal diese Extremphase bei der Porsche-Übernahme ausblendet, dann hat VW Höchstkurse erreicht. Stämme und Vorzüge. Und das war wirklich vor genau einem Jahr, so alles, der Himmel war blau, die Sonne hat geschienen und alle Welt hat geglaubt. Ich habe ein Zitat vom Kollegen im Kopf, der hat gesagt, wenn man jetzt nicht endlos Autoaktien hat, dann hat man seinen Beruf verfehlt. Und das ist jetzt wirklich genau ein Jahr her und wir haben gesehen, was seitdem passiert ist. So kann man sich dann eben auch wieder mal täuschen. Und dann kamen verschiedene gesamtwirtschaftliche Dinge. Dann kam der chinesische Markt, der ein bisschen Schwäche gezeigt hat. Dann hat der Dollar nicht weiter zugelegt in diesem zweiten Quartal letzten Jahres. Dann kamen langsam auch die konjunkturellen Befürchtungen, was die Weltwirtschaft betrifft. Und das hat die Autos schon mal kräftig nach unten fahren lassen. Und dann in der Phase, wo sich andere Autoaktien begonnen haben zu erholen, da hat VW dann diesen Schlag wegbekommen. Und von dem haben sie sich ganz logischerweise, weil es wirklich ein Riesenfall ist, leider Gottes VW wirklich extrem beschäftigt und beschäftigen wird, hat man sich von diesem Schlag noch gar nicht erholen können. Aber von jetzt ab, also wir glauben und ich persönlich glaube auch, dass Volkswagen die Chance hat, in 1, 2 Jahren wieder zumindest mal an diesem Niveau 160, 180 Euro zu stehen, was ja prozentual schon viel wäre. Aber die Chance ist groß oder sehr groß, das Risiko ist eigentlich auch groß. Dazu kam jetzt aber noch zusätzlich zu der Manipulation der Abgaswerte ein Vorwurf, was Bankenbetrug angeht, auch ein Verstoß gegen das Steuergesetz. Welche Folgen könnte das tatsächlich für Volkswagen jetzt noch nach sich ziehen? Ja, das wird die Krux sein. Es werden sehr, sehr viele Individuen, Institutionen, teilweise Behörden, öffentliche Einrichtungen wie Umweltagenturen, es werden Kunden natürlich, es werden Händler, es werden Investoren, es werden eben auch Banken kommen und alle werden ihre Ansprüche stellen. Und das wird die Malaise sein, dass Volkswagen aus diesem Druck erstmal längere Zeit nicht herauskommen wird. Die Banken oder Leasinginstitutionen kommen deswegen, weil Volkswagens Restwerte natürlich angefangen haben zu leiden, nicht massiv. Ich sehe diesen Einfluss sogar überraschend gering bisher. Auf den meisten Märkten sieht man kaum einen Einfluss bei Gebrauchtwagen von Volkswagen. Aber natürlich haben Leasinginstitutionen, die hier diese Autos verleased haben, die Befürchtung, dass sie am Ende auf einem Verlust sitzen bleiben, weil die Restwerte nicht mehr stimmen. Und denen wird Volkswagen in irgendeiner Form kompensieren müssen, keine Frage. Herr Pieper, Sie sagten gerade eben, Sie glauben, dass es Volkswagen nicht gleich, aber vielleicht in 2, 3 Jahren wieder schaffen kann, zumindest wieder an die 160 Euro um den Dreh kommen kann. Es gibt ja natürlich immer wieder die Fragen, gerade als es hier so rapide bergab ging, so günstig kriegt man diese Aktie nie wieder, dieses traditionelle Unternehmen wird sich wieder fangen. Wann sollte man denn Ihrer Meinung nach tatsächlich einsteigen? Oder sagen Sie jetzt, naja, erst noch mal abwarten, bis tatsächlich jetzt ein bisschen mehr Klarheit herrscht? Das ist ja das große Problem. Unsere Empfehlung ist, einsteigen tatsächlich, zu kaufen die Aktie. Wie gesagt, man muss sehr starke Nerven haben, weil die Nachrichten sind ja fast jeden Tag da und die sind fast immer negativ.
Und das muss man aushalten können. Man sieht ja jetzt eigentlich schon die letzten zwei Wochen etwa, dass trotz weiterhin sehr schlechter Nachrichten der Kurs sich trotzdem angefangen hat zu erholen. Weil, und das ist am Ende die Abwägung, die man vornehmen muss als Analyst, als Investor, wie groß kann der Schaden sein? Und wie groß ist jetzt eigentlich der Wertverlust, den man den Volkswagen hat hinnehmen müssen? Man sieht, das ist eine ganze Menge. Das sind also schon um die 30 Milliarden, in der Spitze waren es, glaube ich, 35 Milliarden Euro, die Volkswagen-Aktie also seit diesem Zeitpunkt verloren hatte. Und wie groß kann der Schaden sein? Der meiste liegt da zwischen 30 und 50 Milliarden. Nur Volkswagen hat auch vorher schon gelitten und ist unter Druck gewesen. Also bis hierhin, da reden wir über Beträge, die liegen schon in der Nähe von 100 Milliarden Euro. Nicht ganz, aber es geht schon in die Richtung, die Volkswagen im Grunde genommen schon von seinem vor nicht allzu langer Zeit als fairen Wert betrachteten Wert verloren hat. Und das ist zu viel aus meiner Sicht. Also ich glaube nicht, dass am Ende der Gesamtschaden für Volkswagen eine Größenordnung von 100 Milliarden erreicht, sondern dass er vielleicht bei 50 Milliarden liegt. Und dann unter diesen Umständen wäre Volkswagen schon heute ein klarer Kauf. Neben Volkswagen haben natürlich auch noch andere Automobilbauer gelitten. Wir wollen uns die natürlich auch noch mal etwas näher anschauen. Wir starten mal direkt mit Daimler. Bei Daimler ist man, wenn man sich das hier anschaut, da sieht man natürlich, da kam gerade die Abgasmanipulation für Volkswagen raus und man hat das Vertrauen insgesamt etwas verloren. Wir sehen aber auch, dass wir hier schon wieder fast an die 85 Euro nach der Erholung wieder rangekommen sind. Aber von Nachhaltigkeit, wenn man sich das hier mal anschaut, kann ja da auch keine Rede sein, oder? Absolut. Wir haben jetzt seit Jahresanfang im Prinzip haben wir das Phänomen, dass die Autos insgesamt noch mal sehr stark unter Druck gekommen sind. Und das sind im Prinzip die Weltkonjunkturbefürchtungen. Wir haben ja im Grunde seit drei Monaten von vielen Volkswirten, von vielen Strategen ausgerufene Konjunkturschwäche weltweit, eigentlich in allen Regionen. USA hat sich auch nicht so erholt, wie man erhofft hat. Die Zinssteigerungen sind ja möglicherweise schon wieder abgewunken. Ja. Europa sieht wirtschaftlich noch nicht gut aus, obwohl die Autoverkäufe eigentlich gut aussehen. Und China bleibt das eigentlich das wichtigste und größte Fragezeichen. Erholt sich China eher wieder, bleibt es im stabilen Wachstumsbereich bei Autos bei 5, 6, 7, 8 Prozent, das glaube ich jetzt eher. Oder kommen wir wieder in so eine Delle rein wie im letzten Frühjahr und China ist Automarkt hier plötzlich wieder zurück. Dann werden die Autoaktien auch die nächste Zeit nicht performen. Schlüsselmonate werden März, April, Mai sein. Februar war schwach in China, ist eigentlich sehr stark beeinträchtigt worden vom Neujahrsfest, das in diesem Jahr früh im Februar war und entsprechend zu einem schwachen Februar geführt hat. Der März wird ganz spannend sein, wenn der wieder plus 5% oder drüber liegt. Ich glaube, dann kriegen wir hier eine Flagge, die heißt, eine grüne Flagge, die heißt, ihr solltet auf jeden Fall wieder euch die Autoaktien angucken, denn sie sind in dieser Phase jetzt sehr billig geworden. Wenn man jetzt speziell bei Daimler bleibt, bei Volkswagen waren Sie relativ positiv gestimmt, zumindest auf einen längeren Zeitraum. Was raten Sie den Anlegern bei Daimler? Chance-Risiko-Verhältnis ist auch gut, beides nicht so hoch wie bei Volkswagen. Hier sehe ich für dieses Jahr eine 10-20% Chance bei Daimler-Aktien oder eher 20% Chance und ein relativ geringes Risiko. Hier ist das, also neben dem Konjunkturrisiko, eigentlich das einzige, hält sich das Nutzfahrzeuggeschäft, was in den USA ziemlich unter Druck kommt aktuell und hält sich das wenigstens auf plus minus null. Mercedes sieht gut aus und die Daimler-Aktie ist billig, Dividendenrendite ist sehr hoch. Also hier ist eigentlich ein, würde ich mal sagen, weitestgehend grünes Licht, also auch eine Kaufempfehlung. BMW haben wir außerdem noch dabei und während einige Automobilbauer hier noch mit den Altlasten kämpfen, da schaut BMW in die Zukunft. Der Konzernchef sagt ja gerade, das autonome Fahren, die Digitalisierung und vor allen Dingen auch die Elektromobilität sind die Themen der Zukunft. Was glauben Sie, wie BMW hier aufgestellt ist? Eigentlich sind Sie sehr gut aufgestellt, allerdings Unternehmen betonen diese Zukunftsthemen auch dann, wenn sie aktuell nicht so viel zu bieten haben. Und das ist bei BMW das Problem. Sie kommen in eine Phase der Stagnation rein. Die Gewinne sind letztes Jahr noch leicht gestiegen. Sie werden dieses Jahr vielleicht auch leicht eher stagnieren. Und damit verliert BMW einfach im Moment die Dynamik, die Mercedes hat, die Volkswagen unter schwierigen Bedingungen wahrscheinlich auch wieder gewinnen wird. Diese Dynamik ist BMW verloren gegangen. Und die werden sie so schnell, weil sie keine ganz wichtigen Produkte haben. Der 3er und 5er, das sind ihre wichtigsten Produkte, die sind relativ alt geworden. Ja. Die Geländewagen laufen zum größten Teil noch gut. Aber insgesamt kommt BMW in so eine Stagnationsphase auf hohem Niveau. BMW-Autos sind nach wie vor sehr gut. Aber man hat so den Eindruck, es ist so ein bisschen so leicht gepflegte Langeweile, kann man sagen. Und auch der Vorstand von BMW, der Herr Krüger, ist jetzt auch schon an die 10 Monate im Amt. Und es gibt noch keinen richtig gehenden Auftritt, wo man sagen könnte, wow, das ist die neue Richtung bei BMW, die kann man noch nicht wirklich erkennen. Diese Woche wird sich einiges tun. Es gibt die endgültigen Zahlen, es gibt auch Analysten- und Investoren-Meeting. Dann wird BMW sicherlich einiges erzählen. Aber es ist, wenn man zu viel die Zukunftsmusik betont, dann heißt es, dass man tatsächlich die nächsten ein, zwei Jahre nicht allzu viel liefern wird. Und das fürchte ich bei BMW. Also ein bisschen Ablenkungsmanöver sozusagen. Ein bisschen schon, ja. Bleiben wir aber trotzdem bei der Elektromobilität und da
Klar, fällt einem natürlich sofort nicht Daimler, sondern Tesla mit ein, wenn denn die Technik mal so will wie ich. Bei Tesla setzt man natürlich auf Elektromobilität und man sagt ja auch immer, das sei die Zukunft, aber man hat das Gefühl, dass die Kunden momentan da noch nicht so überzeugt sind und man muss natürlich auch dazu sagen, ein Tesla-Auto ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Auto oder ein Bolide für den Otto-Normalverbraucher. Wie schätzen Sie Tesla ein? Das ist richtig, ich meine, es ist eine geniale Idee, Tesla in dieser Form an den Markt zu bringen und die Autos dann vor allem an den Markt zu bringen. Das war ein riesen Überraschungseffekt. Das sind eigentlich Autos, die man sich, das hat Herr Winterkorn vor einiger Zeit selbst auch gesagt, die man sich viel eher von Audi und BMW vorgestellt hätte. Mhm. Nämlich wirklich auch wirklich Elektroautos, die schon recht gut fahren, die auch Reichweiten haben von um die 300 Kilometer, sagen die meisten, die damit schon viel unterwegs waren, was sich nicht viel anhört, was aber sehr viel ist gegenüber anderen E-Autos. Das heißt, sie haben ein Problem schon ganz gut im Griff. Sie bauen vor allen Dingen aus eigener Kraft sehr viel auf, Ladestationen auf, selbst in Deutschland. Sie wollen jetzt ein Batteriewerk hochziehen. Es ist unternehmerisch, also extrem respektabel, was Tesla dort auf die, aus dem Nichts, ja, Tesla gab es vor 5 oder 10 Jahren nicht. Ja. Das ist phänomenal und eigentlich schon ein ziemlicher Schlag vor Schienbein oder Tritt vor Schienbein für die deutschen Autobauer, muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem, ich meine, wir haben keine professionelle Empfehlung. Wir sind etwas zu weit weg, um das machen zu können, aber es sieht schon sehr, sehr teuer aus und es ist sehr, sehr, sehr viel Zukunftshoffnung eingepreist. Also hier würde ich mich schon sehr stark zurückhalten. Also hier noch ein bisschen die Füße stillhalten. Um die Sache rund zu machen, schauen wir uns aber auch noch mal die Franzosen etwas näher an, nämlich Peugeot. Und während viele immer auf die Großen im DAX schauen, wie BMW, Daimler etc. pp. Und Volkswagen, da hat man bei Peugeot vielleicht, ich möchte nicht sagen vergessen, aber im letzten Jahr dann doch einen heftigen Anstieg gesehen. Es ging hier um fast, ich glaube, die Aktie hatte sich zunächst fast verdoppelt, konnte sich dann relativ lange in diesem hohen Niveau halten. Aber da scheint jetzt auch so ein bisschen die Luft raus zu sein, oder? Das sind auch mehr allgemeine Marktbefürchtungen. Peugeot hat eigentlich ein erstaunliches Comeback schon jetzt hingelegt. Das wird auch, glaube ich, weitergehen. Sie haben ja erst einen Teil ihrer Restrukturierung hinter sich, ja auch einen Teil der Produktpalette erst erneuert. Das jetzige Management macht einen tollen Job für das, was man, sagen wir, vor 2 Jahren oder so bei Peugeot für möglich gehalten hätte. Das ist, auch das ist sehr respektabel aus den bescheidenen Möglichkeiten, die Peugeot gegenüber den deutschen Autobauern hat, ist das einfach eine ganz klassische Turnaround- und Comeback-Story. Die ist auch noch nicht zu Ende. Der Markt ist immer wieder skeptisch, wenn es ein bisschen Zeichen für schwächere Konjunktur gibt. Dann Peugeot, weil natürlich Peugeot jetzt nicht die Qualitäten hat, die grundsätzlich eine Daimler oder eine BMW haben, ist hier Skepsis immer wieder schnell da, wenn irgendwelche Dinge mal nicht so passen, wenn China mal ein bisschen schwächer wird, weil Peugeot dort auch schon relativ gut vertreten ist. Und trotzdem ist es auch für die nächsten 12 Monate sicherlich noch eine gute Comeback-Story. Herr Pieper, dann sage ich vielen herzlichen Dank für den Überblick in der Automobilbranche. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen bei Volkswagen. Sie haben es gesehen, vielleicht sieht es tatsächlich nicht ganz so trüb aus, wie es in den letzten Monaten in unseren Köpfen und in den Köpfen der Anleger war. Also weiter beobachten und natürlich weiter einschalten. Bis dann.